Mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentot. 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 Bis die blauen Linux mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland, auch tagsüber. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen, weil sie permanent auf ihr Smartphone starren. Die Anhänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen, in der fortwährend erstaunliche Monster zu finden sind. Es handelt sich um einen Hype, der revolutionäre Züge zeigt. Immer mehr Menschen verbinden sich. Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Sie wärmen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Sie kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker sein können. Diese Begegnung wird sportlich geführt. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Manch einer vergisst dabei die Zeit oder begibt sich in unglückliche Rollen. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt, oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Pokémon Go. Ein erster Erklärungsversuch der Entstehung dieses Hypes und die Beschreibung des durchschnittlichen Spielers von Carsten Todd im Rahmen des Medienformates Hottentot beim Radiosender Radio OKJ Jena plus YouTube, erstellt im Sommer 2016. Abkürzungsverzeichnis Pokémon Po. Einleitung: Pogo ist der neue Hype und noch wenig bis gar nicht erforscht. Daher muss ich mich für neuere Berichte auf Internetseiten verlassen. Diese liegen oft nicht in PDF-Form vor, sondern sind klassische deutsche Gaming-Seiten. Ich setze mich mit diesen Quellen besonders kritisch auseinander. Alternativ ließen sich eigene Untersuchungen durchführen. Dies scheint mir für ein zeitbegrenztes Low-Budget-Hobby-Projekt jedoch zeitlich und kostentechnisch übertrieben. So verlasse ich mich neben diesen fragwürdigen Quellen
und einigen wissenschaftlich anerkannten Büchern aus der Zeit vor Pogo leider auf meine persönlichen Eindrücke. Diese wissenschaftliche Arbeit soll so umfangreich wie möglich werden. Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt, jedoch in der späteren Laufzeit der Sprachaufnahme. Diese soll maximal 30 Minuten betragen. Ich gehe vor allem auf die Entstehung des Hypes und den durchschnittlichen Pogo-Spieler ein. Persönliche Erfahrungen durch das Spielen von Pogo. Pogo ist ein virtuelles Spiel, welches mittels Smartphone an der freien Luft und in der Regel unter sportlicher Betätigung stattfindet. Jedoch nicht Leistungs- oder Extremsport, sondern eher Laufen und Wandern. Dennoch werden die Spieler mitunter bewegungs- und lauffreudiger und verlieren in der Regel durch viel Bewegung etwas Körpergewicht. Interessant wäre, wie man in Sportlehrkreisen über dieses Spiel denkt. Wer ohnehin viel Sport treibt, scheint Pogo in der Regel nicht zu spielen. Der Spieler läuft zur Versorgung mit Ausrüstung von Denkmal zu Denkmal, sogenannte Pokestops. Dies ist beliebt bei Männern und Frauen, vorrangig zwischen 25 und 34 Jahren und häufig sogar als Pärchen. Mögliche Probleme sind nicht nur das gewünschte Po nicht zu fangen, sondern ebenso ein schnell entladender Akku, eine schlechte Verbindung zu Internet und Server oder eine schlechte GPS-Verbindung. Schnell ließe sich befürchten, man hielte ein Smartphone nicht wegen dem Fangen des nächsten Po in dieser ungewöhnlichen Stellung, sondern um eine hübsche Frau zu fotografieren oder sich über sichtbar beeinträchtigte Personen zu amüsieren. Zumindest zur Zeit des Hypes gehen die meisten Leute aber sehr locker damit um. Gelegentlich entsteht sogar ein freundliches Gespräch oder eine nette Bekanntschaft. Zudem besteht das Problem des Verlaufens, sich beim Erkunden in Gefahr zu begeben oder unerlaubt Privatgrundstücke zu betreten. Das kam so häufig vor, dass seit einem späteren Update sogar bei jedem Start des Spieles ein entsprechender Warnhinweis erscheint. Häufige Aktualisierungen des Spiels, mitunter bei schlechter Internetverbindung, ist das nächste große Spielproblem. Vielleicht liegt hier ein Marketing-Trick, den Spieler in teurere Mobilfunkverträge mit mehr Datenvolumen zu locken. Die Besonderheiten und Rahmenbedingungen der Po. Faszinierend ist bereits das Grundmotiv. Ein 10-jähriger Junge und seine besten Freunde gehen in die Welt und erleben mit ihren kleinen Monstern Abenteuer. Auf ihrer Reise treffen sie die vielen verschiedenen Po und lernen, wie sie versorgt und trainiert werden müssen. Po ist eine Fantasiewelt, in deren Mittelpunkt die Po-Figuren stehen. Es gibt viele verschiedene, für jeden Geschmack etwas. Hauptpersonen des Spiels sind Trainer, die gegen andere Trainer antreten, indem sie ihre Po kämpfen lassen. In der App Pogo geschieht dies in Arenen. Held der Geschichte ist der 10-jährige junge Ash aus dem Dorf Alabastia, der in den japanischen Editionen Satoshi heißt, wie der Erfinder der ganzen Po-Idee. Ash möchte der beste Po-Meister werden und nimmt an der Po-Liga teil. Gute Trainer besitzen Detailwissen über spezifische kämpferische und charakterliche Fähigkeiten der Po und können entsprechend strategische und taktische Entscheidungen treffen. Die Geschichte hinter dem Po. Kurz nach den Tamagotchis bevölkerten in zahlreichen Varianten und Artikeln Po's die Erde. Die Geschichte begann in Japan, als Satoshi Tajiri die Gestalten Mitte der 90er Jahre entwickelte. Er stammt aus dem westlichen Tokioter Vorort Mahito, der in seiner Kindheit und Jugend noch nicht städtisch geprägt war und von allerlei heimischem Getier in Reisfeldern und Wäldern bevölkert wurde. Tajiri war leidenschaftlicher Beobachter und Sammler von Insekten, vor allem Käfern, und erlebte die Urbanisierung seiner Heimatregion als Verlust. Die Käfer verschwanden, Fernsehen und Videospiele wurden zur bevorzugten Spielwiese.
An der Leidenschaft für die possierlichen Tierchen änderte das nichts. Satoshi Tajiri entwickelte sich zu einem kenntnisreichen Experten für Videospiele und entwickelte schließlich jene Figuren, die als Po bekannt sind. Wesen mit fantastischen Fähigkeiten, die Tajiri unmittelbar den Objekten seiner kindlichen Begierde nachempfunden haben will. Die Game Boys hielt er als kooperative Spielform für das entscheidende ökologische Umfeld. Diese ließen sich mit Kabeln verbinden. Nintendo brachte im Frühjahr 1996 die ersten beiden Po-Editionen auf den Markt. Ein Welterfolg, ein Global Player. Die Rahmenbedingungen der realen Welt zu den Po. Die üblichen Verdächtigen sind schnell ausgemacht. Kulturindustrie und Massenmedien. Es ist die Bestätigung des Affekts gegen Kommerz und Vermarktung, sowie der bildungsbürgerlichen Gewohnheit, genau zu wissen, was gut ist für unsere Kinder und ihren Lebenslauf. Wenn wir uns aber damit zufrieden geben, unsere lieben Kleinen nur als Opfer einer gewaltigen Verblödungsmaschinerie zu betrachten, geben wir womöglich manchen Marktstrategien vorschnell recht. Vielleicht muss man die eher kultursoziologische Frage stellen, was die Po-Geschichten so anschlussfähig, so erzählenswert macht. Die Po-Idee ist einfach und ziemlich konventionell, eine Heldengeschichte. Kino- und Fernsehfilme triefen von heroischem Pathos. Zum einen wird der Wille zur Selbstvervollkommnung vor allem von Ash beschworen, für den die Entwicklung zu einem guten Trainer so etwas wie eine Bewährungsprobe ist, ein Symbol für Persönlichkeitsentwicklung, individuelle Stärke und Selbstbehauptung. Zum anderen wird an Freundschaft und Solidarität appelliert, an Fairness und Zivilität. Ash als erzähltes Ich, als Held der Geschichte, als Identifikationsfigur ist gewissermaßen der selbstkontrollierende, vernünftige, männliche Charakter, der sich klaren Regeln unterwirft und sie individuell umsetzen soll. All das wird mit einem Pathos vorgetragen, das eher an das bürgerliche Individuum des Westens erinnert, als an das, was man im ersten Moment mit Japan verbindet. Tajiri meint, die Amerikaner hätten sein Konzept besser verstanden als die Japaner. Sei ein Held, wähle dich selbst, vervollkommne dich, lass dich nicht unterkriegen, gib nicht auf. Kurz, behalte die Kontrolle. Das sind die Schlüsselfiguren des bürgerlichen Subjekts des Westens, des heroischen Ichs, das, wie Sigmund Freud formuliert hat, Herr im eigenen Haus sein will. Der Held der Geschichte ist ein bürgerlicher Held, ein braver Held, ein männlicher Held. Er ist ein konventioneller Held, aber immerhin ein Held, übrigens eingebettet in eine Ästhetik des Sports. All das ist attraktiv, aber nicht neu. Es ist eine der vielen einfach gestrickten Selbstbehauptungsgeschichten mit dem falschen Pathos von Alltagshelden. Vielleicht nur die kluge Marketingstrategie zur repressiven Befriedigung nicht vorhandener Bedürfnisse. Die Welt der Po. Die Po sollten aussehen, als könnten ihnen die Kinder hinter der nächsten Ecke begegnen. Außerdem sollte man ihnen ansehen, was ihre Stärken sind. Eine schöne Geschichte. Man darf Mythen und Legenden aber nicht danach beurteilen, ob sie wahr sind. Interessanter ist, ob ein Mythos seine eigene Erzählung überlebt. Die Verkündung des Evangeliums ist wichtiger als seine historische Wahrheit. Die Erzählung einer Lebensgeschichte viel wichtiger als ihre Plausibilität. Gleiches gilt für alltags- und trivialkulturelle Phänomene. Po besitzen keinen objektiven Bedeutungsgehalt, aber die Kinder eignen sich ihrer Geschichte an, lassen sich von ihr fesseln und begeistern. Po sind mehr als 250 Insekten oder anderen Tieren nachempfundene entwicklungsfähige Wesen, die ihre Fähigkeiten und ihre Gestalt verändern können, von ihren Trainern eingesetzt und miterschaffen werden und die mit speziellen Techniken im sportlichen Wettkampf, aber auch im richtigen Leben gegeneinander kämpfen. So gibt es etwa Elektro-Po, die mit Elektroschocks arbeiten. Feuer, Gift, Eis oder Wasser-Po, aber auch Psycho-Po mit telekinetischen Kräften. Sie sind willige Instrumente, halblebendige, halbmechanische Wesen. Aber sie scheinen die Attraktivität des Ganzen auszumachen.
Entscheidend ist ihre Reduktion auf Information, auf ihre kampfrelevanten Grundkomponenten. Die Trainer spielen mit genetischen Informationen, mit einer Art Bauplan, der bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten festlegt und die Kampfwesen charakterisiert. Der Zugang zu dem Po läuft nur in zweiter Linie über ihr Aussehen oder sonstige Attribute. Eine Ausnahme ist Pikachu, der wohl nur aus werbetechnischen Gründen immer zusammen mit Ash dargestellt wird. Dieses Po überzeugt, ähnlich wie andere Zeichentrickfiguren, durch Niedlichkeit und Kindlichkeit. Man wird durch Pikachus Sprache eher an die Teletubbies erinnert als an Monster und Kampfmaschinen. Alle anderen Po bleiben frei von einer androiden, menschenähnlichen Identität, sondern sind bloße Funktionen ihrer genetischen Kampfkodierungen. Sie gerinnen zu bloßer Information und die Kunst der Trainer besteht darin, diese Information lesen zu lernen und mit ihr zu operieren. Sie sind nicht nur konstruiert, man sieht ihnen auch unmittelbar an, dass sie es sind. Die frühe Entwicklung der heutigen Po-Spieler. Pogo-Spieler sind hauptsächlich diejenigen, die vor 16 Jahren als 9- bis 18-Jährige Zuschauer des Po-Fernsehprogramms waren. Als die Taschenmonster die beliebteste Kinderserie bei den 6- bis 13-jährigen Jungen und Mädchen waren. Das sind die Leute, die heute 22 bis 29 Jahre alt sind. In diese Altersgruppe fallen heute viele Pogo-Spieler. Der Hype rund um Pogo ist also womöglich entwicklungspsychologisch bedingt. Die Sendung erreichte Spitzenquoten. Die Gameboy-Spiele waren überall zu entdecken. Und Schulhöfe glichen zeitweise einem Bazar für Po-Sammelkarten. Manche Lehrerin wünschte sich, die Kinder könnten genauso schnell die unregelmäßigen Vokabeln lernen wie Glumanda, Glutexo, Kluhak oder Schicki, Schillack, Turok aufsagen. Öffentliche Diskussionen ums Kinderfernsehprogramm waren lange Zeit von Vermutungen, Vorannahmen und Pauschalurteilen geprägt und sind es vielleicht noch heute. Um das Phänomen Kinder- und Fernsehprogramme zu verstehen, ist ein deutlich differenzierter Blick notwendig. Die Angebote müssen genauer angesehen, Kinder ernst genommen und angehört, ihre Perspektive nachvollzogen werden. Nur dann sind Chancen und Grenzen aufzudecken und pädagogisch relevante Probleme auszumachen. Die Kinder vor dem Fernseher oder dem Gameboy-Spiel lernen quasi mit Ash, dem Helden. Innerhalb kürzester Zeit beherrschen sie die Namen und verschiedenen Entwicklungen. Und dies gelingt nicht nur schulstarken Schülern. Gerade sonst weniger erfolgreiche Kinder bewiesen Spezialwissen. Po dienten zur Selbstbestätigung. Vor allem für jene, welche sie sonst selten oder nie erlangten. Hilfe für die Bewältigung der Alltagsprobleme oder Wissen und Verständnis für die immer komplexer werdende Welt. Boten Po nicht. Aber sie fördern Fürsorglichkeit, Freundschaft und strategisches Denken. In ihrer unentwickelten Form sind die vielen Monster etwa so groß wie ein stattlicher Hund oder IT. Eine für Kinder ernstzunehmende, aber beherrschbare Größe. Einmal eingefangen sind die Po die treuesten Freunde, für die man sorgen muss und die für einen einstehen und auch kämpfen. Sie vervielfachen die eigenen Möglichkeiten, schaffen so Räume für Größenfantasien und geben einem das Gefühl, geliebt und gebraucht zu werden. Po ist eine Welt von Kindern, in der Erwachsene nur am Rande vorkommen. Kinder lösen Probleme allein, was Fantasien eröffnet und Kindern eine Welt bietet, in die sie sich hineindenken können. Das Erleben als Medien- und Ereignisarrangement. Po boten eine Geschichte, die bei Kindern schon immer erfolgreich war. Als ein Medien- und Ereignisarrangement mit Merchandise-Artikeln, Sammelkarten, Gameboy-Spielen, großen Events und Internetauftritten, was Interaktionsmöglichkeiten schuf. Sie waren Gesprächsthema, konnten getauscht werden und die Tricks für die neue Gameboy-Edition waren überall willkommen. Po boten eine ganze Welt, eine Welt, mit der sehr viel Geld gemacht wurde. Das war Hauptintention, wozu kindliche Sammelfieber ausgenutzt wurde.
denn Sammeln ist für Grundschülerinnen und Grundschüler eine wichtige Form der Aneignung von Welt. Und das kostete gern mal ein bisschen mehr Geld. Die Ausmaße, die die Pokémania erreichten, führten zu einem nicht zu unterschätzenden Druck für Kinder und Eltern. Vor allem, wenn das Geld nicht zur Verfügung stand. Es ging nicht darum, mit Wissen das eigene Image aufzubessern, sondern wer nicht Bescheid wusste oder sich nicht dafür interessierte, verlor Ansehen. Und das forderte viel Selbstvertrauen. Hier verdeutlichten sich schon für Kinderaugen mögliche Armutsprobleme beziehungsweise ein möglicher Konflikt zwischen Arm und Reich. Dabei ging die Verhältnismäßigkeit der kleinen Geschenke schnell verloren. Erklärungen für den großen Erfolg der Po bei Kindern. Po überforderte inhaltlich nicht, bot aber auch nicht viele Perspektiven oder Hilfestellungen. Das perfekt durchkonstruierte Arrangement der 150 Po folgte im Kinofilm aber schnell die 151. Danach kamen noch 99 weitere hinzu, damit es immer noch etwas Neues zu kaufen gab. Anschließend folgte das Anschlussprodukt Digimon, um den Erfolgskurs weiter auszubauen und zu sichern. Der Erfolg von Po zeigt, wie sehr Kinder diese Fantasiewelten genießen. Welten voller ernstzunehmender, aber beherrschbarer Fabeltiere. Welten, zu denen Erwachsene nicht wirklich Zutritt haben. Vor allem zeigt Po, wie gezielt ein Trend gesetzt wird. Ein Trend, der Kinder eben doch nur zu Kunden macht. Jedoch bleibt anzumerken, dass Po einen männlichen Helden hat. Seine Freundin Misty bleibt bloß Begleitung. Diese Rollenverteilung ist im Kinderfernsehen leider nicht ungewöhnlich. In Bezug auf die Geschlechterverteilung bei den Hauptrollen im Kinderfernsehen zeigte sich ein sehr unausgewogenes Verhältnis, eventuell noch heute. Kein Wunder also, dass die älteren Mädchen andere Angebote suchen. Die Aneignung, also das, was Kinder mit dem Fernsehen machen, ist vielfältig und nicht durch einen oberflächlichen Blick ins Programm zugänglich. Hier ist es notwendig, Kindern zuzuhören und sie auch im Bereich Fernsehen ernst zu nehmen. Das heißt auch, sie zu verstehen und zu unterstützen, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Kinder sehen fern, das mag uns gefallen oder nicht, und ziehen sich etwas aus dem Programm heraus. Letztendlich machen sie nichts anderes als die Erwachsenen. Sie nutzen Fernsehen zur Information, zur Unterhaltung, zur Gestaltung sozialer Situationen oder um aus dem Alltag in die Welt der Fantasie abzutauchen. Für Eltern und Pädagoginnen wie Pädagogen bringt dies die Notwendigkeit zur Fortbildung mit sich, um zumindest in Ansätzen ihre Kinder überhaupt noch verstehen zu können. Ihnen kommt die Aufgabe zu, Fernseh- und Konsumkompetenz zu vermitteln, wofür sich für Erzieherinnen und Erzieher spezielle Aus- und Fortbildungen anbieten. Neben dem Nachvollziehbarmachen der Aneignung und der Integration in den Kinderalltag geht es darum, auf Grenzen und Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Problematische Genres sind auch bei kommerziellem Erfolg sorgfältig zu beobachten und problematische Deutungsmuster aufzudecken. Doch auch Medienproduzierende müssen sich der Verantwortung bewusst stellen, ebenfalls mit Hilfe einer Weiterbildung. Vielfältigkeit muss bewahrt und weiter ausgebaut werden, um Entwicklungsräume aufzubauen, die Kindern helfen, die Welt zu verstehen und den Alltag zu bewältigen. Später, wenn diese Kinder erwachsen sind, kann durchaus der Wunsch entstehen, verlorene Kindheitserlebnisse zeitweise zurückzuholen. Po schafft Gemeinschaft und bahnt Gespräche an, aber nur auf kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Po sind ein Zeichen für die Veränderungen der Kinderwelt. Oftmals gehen sie mit elektronischen und gedruckten Medien distanzierter und professioneller um als Erwachsene. Kinder und Jugendliche haben immer mehr Geheimnisse vor den Erwachsenen. Für Erwachsene wird es immer schwerer, die Kinderwelt zu dechiffrieren. So auch das Phänomen Po. Das bedeutet nicht ein Verschwinden der Kindheit, sondern ein Verschwinden des Erwachsenenseins. Die Infantilität des massenkulturellen Geschmacks
bestätigt diese These. Kinder im Umgang mit Verben. Beim Umgang der Kinder mit Verben stellen sich verschiedene Fragen. Ab welchem Alter verstehen Kinder Werbebotschaften? Können Vor- und Grundschulkinder zwischen Werbung und Programm unterscheiden? Welches Werbeangebot im Fernsehen nehmen Kinder wahr? Wie prägt Werbung das Weltbild von Kindern? Öffentlich wird diskutiert, ob Kinder den Werbedruck des Fernsehens überhaupt noch aushalten können und ob sie fähig sind, mit der Werbung sinnvoll umzugehen. Die Beliebtheit von Werbung bei Kindern gründet sich bei den Jüngeren darauf, dass Werbung oftmals kurz und verständlich ist und mit Hilfe optischer oder sprachlicher Merkmale Aufmerksamkeit erzeugt. Die meisten Kinder kennen die bekanntesten Werbesprüche und verwenden sie auch in ihrer Alltagskommunikation. Bereits als Kleinkinder reagieren Kinder auf Schlüsselreize, Musik, Symbole, Slogans und greifen sie zum Teil in ihren Dialogen auf. Dass Kinder sich im Straßenverkehr möglichst früh auskennen sollten, wird wohl auch der stärkste Autogegner zubilligen. Niemand käme deshalb wohl auf die Idee, Kindern die Verkehrsregeln nicht zu erklären oder ihnen Tipps zur eigenen Sicherheit und Selbstständigkeit zu verwehren. Ebenso sieht es mit der Medien- und Konsumwelt aus. Kinder leben in dieser Welt, wachsen in ihr auf und müssen lernen, sich darin zurechtzufinden. Wer sein Kind abschirmt, schränkt auch die Möglichkeiten einer Orientierung und sinnvollen Umgangsweise ein. Einfach nichts zu tun und die Kinder sich selbst zu überlassen, erscheint nicht die richtige Strategie. Denn Kinder brauchen bei der Orientierung in dieser komplexen Welt auch Hilfen und Erklärungen von Erwachsenen. Für den Bereich des Kindergartens liegen mit dem Forschungsprojekt Vermittlung von Werbekompetenz gezielte medienpädagogische Strategien zur Förderung der Werbekompetenz von Vorschulkindern, Eltern und Erzieherinnen wie Erziehern vor. Die Frage muss sein, ob es der Medienpädagogik gelingen kann, Vorschulkinder mittels medienpädagogischer Angebote zu einer besseren Trennung von Programm und Werbung zu befähigen, sowie ihnen die Intention von Fernsehwerbung zu vermitteln. Um diese Ziele umzusetzen, wurden unterschiedliche medienpädagogische Bausteine entwickelt. Diese Bausteine sollen Aspekte der Werbekompetenz fördern. Kinder sollen Werbung und Programm anhand formaler Kriterien unterscheiden können. Außerdem sollen sie weitere Merkmale von Werbung beschreiben können, Merkmale zum Erkennen von Werbung wissen und wissen, warum Werbung gezeigt wird. Po, Aufzeigen der Widersprüche der Kulturen. Die Po repräsentieren einen Zug der gegenwärtigen Kultur. Die Reduktion von prallen Formen des Lebens auf einen Satz Informationen. Die Herstellung von analogen Lebewesen durch Kontrolle ihrer digitalen Informationen. Das könnte der Traum des 21. Jahrhunderts werden. Wir nehmen in die Hände, was wir bis vor kurzem einem allmächtigen Gott und bis heute einer noch mächtigeren Natur zurechnen. Die Zufälligkeit unserer Existenz. Seinen Höhepunkt erreicht diesen ersten Po-Film. Durch die Entwicklung von Mewtwo aus einer Augenbraue des Urzeit-Po Mew. Aber Mewtwo fühlt sich nicht wie ein wissenschaftliches Experiment. Es lebt und fühlt. Es wird wütend und droht. Euch werde ich zeigen, wozu ich fähig bin. Mit weiteren Po-Klonen versucht Mewtwo, die Herrschaft an sich zu reißen und Rache zu üben. Ash erweist sich als Retter der Welt, der dem unglücklichen Klon am Ende zeigen kann, dass nicht die digitale Herkunft das Entscheidende ist, sondern was man daraus macht, das analoge Leben. Welche Folgen hätte es für einen Menschen, wenn er wüsste, dass seine Existenz, womöglich sein Leiden an der Welt, nicht Ergebnis eines unerforschlichen göttlichen Ratschlusses oder einer zufälligen und blinden Natur ist, sondern das Ergebnis menschlicher Entscheidungen. Wie wichtig ist die Unverfügbarkeit über die Grundlagen unserer Existenz?
Das Radikale und Unausweichliche an diesem Problem ist, dass nicht nur das Klonen oder genetische Manipulieren diese Fragen aufwirft, sondern auch das Nichtstun. Denn dies kann uns nun zugerechnet werden. Schon die bloße biotechnische Möglichkeit verändert unser Selbstverständnis. Der erste Po-Film ist eine treffende Repräsentation der Widersprüche, in die unsere Kultur der Totalkontrolle, der Digitalisierung, des Klonens von Lebewesen geraten wird. Der Charme der Geschichte liegt in der Verbindung der bürgerlichen Botschaft des Autonomen, des pflichtbewussten, an sich arbeitenden Subjekts mit stabiler Identität, der Identifikation mit einem Helden, der man selbst sein könnte, und einer fantastischen, geradezu beliebigen Welt der Konstruktionen, der instabilen Identitäten, der postmodernen Dekonstruktion. Vielleicht besitzen Sympathisanten der Po ein besonderes Gespür für die Widersprüche einer Kultur. Vielleicht ist überhaupt der pädagogische und erwachsene Blick auf Kindheit und Jugendlichkeit nur selbstvergessene Projektion. In der individuellen Erinnerung wie in der pädagogischen Zurichtung von Kindheit scheinen wir immer noch davon auszugehen, Kinder und Jugendliche vor der Welt schützen zu müssen. Fazit: Die interessanteste Frage dieser Arbeit kam viel zu kurz. Inwieweit bestimmen Kindheitserlebnisse das spätere Handeln als Erwachsener? Dieses ließe sich an vielen Beispielen untersuchen. Jedoch sind die vorliegenden Forschungsergebnisse ungenügend. Ich zähle nicht nur auf künftige Wissenschaftler, sondern ebenso auf Journalisten und informative Entertainer, sich mit entsprechenden Forschungsgebieten noch weitreichender auseinanderzusetzen. Pogo ist ein neues Spiel, das als spaßiger Zeitvertreib dient. Entsprechend besitzt es sicher auch Suchtfaktor. Das ist das Ziel der Macher solcher Spiele. Und das Geheimnis liegt oftmals darin, dass es den Nutzern nützt oder die Anwendung Spaß macht. Die Besonderheit in diesem Spiel liegt neben zahlreichen unterschiedlichen Wesen vor allem in der sportlichen Betätigung an frischer Luft. Damit können Anwender der App Pogo neue Leute, nicht zwingend nur Gleichgesinnte, kennenlernen und ihrem Körper gleichzeitig etwas Gutes tun. Ob man das Spiel mag oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Sicher führt die sportliche Betätigung auch dazu, dass der Hype um Pogo nicht ewig währt. Dennoch ist das Spiel revolutionär und wird wohl eine neue Ära der Games einleiten. Die Zeit, als sich Gamer einsam in ihren Zimmern verkriechen mussten, vereinsamten und womöglich körperlich und psychisch Schaden nahmen, ist vorbei. Danach folgten viele weitere Entwicklungen, ebenso wie wohl auch noch viele weitere Entwicklungen folgen werden. Zu viele Leute spielen zu gerne, als dass sich die Entwicklung der Games aufhalten ließe. Wenn diese dazu führen, Kontakte zu schließen und sportlich aktiv zu sein, sehe ich diese Fortschritte aber positiv und in die richtige Richtung gelenkt. Achtung! Vorsicht! Bitte nicht nachmachen! Dies ist eine alternative, musikalische, komödiantische, journalistische Unterhaltungssendung. Das verstehen einige Leute nicht. Nachahmungen schweben ständig in großer Gefahr, starker Hetze und ausschweifenden Verleumdungen ausgesetzt zu sein. Fakten und Inhalte könnten ungeprüft verdreht werden. Sobald ihr ein einziges kritikfähiges Wort benutzt, könnte beispielsweise unterstellt werden, verrückt zu sein, Frauen wie Objekte zu behandeln, wenn nicht noch Schlimmeres, rechtsradikal oder ein Homostar zu sein. Euer YouTube-Kanal könnte zerschossen und beinahe vollständig zerstört werden. Ihr könntet euren Arbeits- oder Studienplatz verlieren.
installieren, bei euch völlig unbekannten Personen anecken und die Polizei könnte geneigt sein, Falschanzeigen und falsche Beweise gegen euch mit großer Freude und lächelndem Gesicht anzunehmen. Ihr könntet alles verlieren, was euch gut, teuer und heilig ist. Daher eine offenbar notwendige Warnung an alle, die sich einem Selbstversuch geneigt fühlen und sich an diese Sendung anlehnen wollen. Bitte macht das, was ihr hier hört, bitte nicht nach. Die Ereignisse, Gegebenheiten und Handlungen in den kreativen Werken dieser Sendung sind frei erfunden. Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig und so nicht beabsichtigt. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen sogar im Vordergrund zu hören sein. Hier ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern rechtsradikal oder pornografisch ist. Aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß! Soweit zum Einstieg dieser Sendung. Ein informatives, wissenschaftlich aufbereitetes Unterhaltungselement und davor eine kurze Wutrede. Wer die Sendung Hottentott kennt, weiß, dass ich solche Wutreden in der Regel später noch umfangreich bearbeite. Dazu nutze ich bevorzugt gewonnene Zitate und Instrumentalisierungen. So soll das auch dieses Mal sein.
Zuvor erwähne ich noch, dass die Sendung Hottentot noch ein weiteres Zwischenintro besitzt. Wie bereits mehrfach erwähnt, soll Wissenschaft künftig ein fester Programmpunkt meiner Sendung Hottentot sein. Dazu erstellte ich aus dem bekannten Zwischenintro für meine Musikproduktionen und einem Text aus einem meiner musikalischen Produktionen ein neues Zwischenintro für den Wissenschaftsblock. Dieser Wissenschaftsteil soll in der Regel kurz gehalten werden, aber ein bisschen davon ist vielleicht nicht schlecht und bereichert das Programm. Erwähnt sei außerdem nochmals, dass der ursprüngliche Musikblock aus gewonnenen Zitaten und einer Unplugged-Version der Sängerin Cascada bestand. So, nun weiter im Programm. Treue Hörer vermuten wahrscheinlich schon, was nun folgen wird. Richtig, die verlängerte und durch Zitate angereicherte Version meiner zu Beginn der Sendung gehörten Wutrede zum Pokémon-Special. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Da hört sich wunderbar an. Da reicht die Freundesliste aus. Und da war dann erstmal Licht aus. Auch tagsüber. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. The action, a policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, bitte, sag mal, komm mal, Banger, hast du die da? Laugh. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände. Furcht, im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber in keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent auf ihr Smartphone stachen. Ich habe immer die Schulde! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Da hört sich wunderbar an. Dann komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Die Anhänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchem Link sie sich die Software runterladen. Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der fortwährend erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Pakistani. Rommelkaserne. Es handelt sich um einen Hype. Agespiel Mehmet, Agespiel Balder und Agespiel Trapattoni. Der revolutionäre Züge zeigt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Immer mehr Menschen verbinden sich. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, was grinst du mich an, ne? Das ist ein populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann machen, machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, nicht schreiben? Wir wissen nicht, und wir können nicht schreiben nach 30 Jahren. Erklärt Ihnen den 13-Jähriger in 2 Minuten, wie man einen Trojaner erstellt. Das Risiko geht ja auch am Schutz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Sie wärmen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Sie kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten,
Lehrer, Professoren und Politiker sein können. Die Yeti. Dann wird man gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Allen Social-Media-Plattformen. ACDC. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Diese Begegnung wird sportlich geführt. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler waren Spieler. Müssen zeigen, ja, sie will Samstag. Diese Spieler müssen, zeige mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig andere Mehmet. Was erlaubt Strunz? Diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Manch einer vergisst dabei die Zeit oder begibt sich in unglückliche Rollen. Da sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow! Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Internet, Akku, 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 bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Da hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt, oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichte. Unser Held im Himbeerfeld. Snickerbomben. Dann hören alle den Chat. Schweigen. Das eben war also meine verlängerte Wutrede zum Pokémon-Special. Weiter geht es nun mit einer jungen Dame. Klingt komisch, ist aber so. Nein, es ist nicht meine computeranimierte Silvia. Doch als die Dame, die gleich zu hören sein wird, erfuhr, dass ich ein Special über Pokémon mache, freute sie sich, dabei sein zu können. Mancher Hörer mag nun denken, die muss doch verrückt sein. Aber nein, das ist sie nicht. Tatsächlich beweist es aber Mut, im Radio zu sprechen. Und dann auch noch ausgerechnet in meiner Sendung. Das gefällt mir. Wie ich zu diesem Vergnügen komme, bleibt vielleicht ein Rätsel. Sie ist eine sehr nette Dame, die aus einem anderen Land zu uns kam und direkt in meine Sendung geriet. Ihr geht es aber ganz gut. Niemand ist gezwungen, in irgendeiner Weise einzugreifen. Das wird sie aber alles gleich selbst erzählen. Also Ruhe jetzt, sonst rappelt es im Karton. Hallo, ich heiße Jessica Blum. Ich bin eine Erasmus-Studentin. Ich möchte Sie gerne raten lassen, aus welchem Land ich stamme. Heute spreche ich über Pokémon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais parler dans la langue dans laquelle je suis la plus à l'aise. Je m'appelle Jessica Blum. Je suis une étudiante Erasmus. Et je vous laisse deviner de quel pays je viens, même si vous vous en doutez sûrement à cause de mon accent. Aujourd'hui, je vais parler de Pokémon. So. Pokémon ist eine Application, die sehr berühmt ist. Es hat schnell viel Erfolg gehabt. Ich mag an Pokémon spielen. Übrigens habe ich ein Pokéstop in der Nähe meines Zimmers. So, es ist sehr gut. Mein Lieblings-Pokémon sind die Pokémon, das ich süß finde, wie Evoli oder Vulpix, Goopix in Französisch.
Die Pokémons Namen sind oft unterschiedlich zwischen Deutschland und Mainland. Ich finde, dass es lustig ist. Pokémon est donc une application très connue. Elle a eu rapidement beaucoup de succès dans beaucoup de pays différents dans tout le monde. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point ça a eu du succès. J'aime jouer à Pokémon de temps en temps. D'ailleurs, j'ai un Pokéstop qui n'est pas très loin de ma chambre, donc ça me permet de recharger toutes les Pokéballs. Mes Pokémon préférés ne sont pas les plus forts, et ce sont au contraire ceux que je trouve mignons, comme Evoli ou Goopix. Et pour finir, les noms des Pokémon ne sont souvent pas les mêmes en allemand et dans ma langue maternelle, et je trouve que c'est amusant de voir ça. So, jetzt möchte ich an Sie das Lied auf Pokémon in Französisch machen zu hören. Die Lyrics sind unterschiedlich zwischen Deutsch und Französisch, ich denke, aber vielleicht können Sie ein bisschen verstehen. Un jour vous serez la meilleure dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, craquant avec espoir. Le Pokémon. Ich ende hier, selbst wenn es nicht fertig ist, weil für die Personen, die nicht Französisch verstanden, es ist vielleicht kompliziert. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Personen, die Französisch sprechen, gibt. Und ich übersetze nur in Französisch. Donc voilà, c'était la chanson de Pokémon en français. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent et j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les paroles. Donc je vous dis peut-être à une prochaine fois. Bis bald. Wunderbar, 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 wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Diese Sendung ist einzigartig, spektakulär und erregt Aufsehen. So wird es wohl auch mit dem nächsten Titel sein. Es handelt sich um meine Neuproduktion mit dem Titel »Kein Schutz für Kinder«. Ich selbst sehe schon wieder die ersten Hochschulpädagogen die Hände entsetzt über dem Kopf zusammenschlagen, fassungslos Beschwerdebriefchen schreiben oder wütend zum Telefonhörer rennen. Keine Angst, irgendjemand ist immer da, hilfsbereit und wird sich euch bald annehmen. Tatsächlich geht es aber nicht darum, Kindern mutwillig den schlimmsten Gefahren auszusetzen. Stattdessen ist das Thema vielmehr, dass diese eben auch manchmal ihre eigenen Freiräume brauchen.
um die Welt selbst erkunden zu können. Ein Kindertag sollte nicht zu sehr von überehrgeizigen Eltern durchstrukturiert sein. Lasst ihnen daneben immer noch genügend Freiräume und Möglichkeiten, sich selbst zu entwickeln. Das muss nicht schlecht für ihre Erziehung sein. In manchen Fällen ist es vielleicht sogar das einzig Richtige. Der erwähnte Titel, den ich nachfolgend vorstellen möchte, entsprang vollständig meiner eigenen Produktion. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich dieses Mal Turbo Tornado von Admiral Bob. In der nächsten Sendung, die sich ebenfalls dem Thema Pokémon widmen wird, ist er vielleicht noch mit einer weiteren musikalischen Umsetzung zu hören. Viel Spaß! Kein Schutz für Kinder, ich weiß noch nicht gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sehr munter. Haben bisher will man nicht, doch nicht gegen eigene Erfahrungsbild. Lasst Kinder kleine Fehler machen, über die sich Gegner selber lachen. Eingesperrt in Stacheldraht, überempfindlich an Übereifer naht. Ohne Angst, ein Kind gerne einen Fehler wagt. Reines Gewissen, nicht an kleinen Herzen nach. Sie brauchen Schutz, doch nicht zu viel. Sonst ist der Spaß sehr schnell verfiel. Werte, Normen, bringt vielen bei. Doch lasst sie in Herz und Kopf noch frei. Kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich zu sagen. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen steht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sehr munter. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, sie wissen selbst, was zu ihrem Glück noch fehlt. Machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Kein Mensch so gern etwas verdreht. Reines Herz, Gewissen, Seele, freiem Geist. Merken Sie schnell, wie man den Laden schmeißt. Zeigen Erwachsenen gern Fehler auf. Dieses Tun ist schnell verbaut. Schützen Sie nicht vor kleinen Fehlern. Helfen Ihnen auf Ihren Fehlern. Selbstbewusst, gut vor gut. Wissen Sie schnell selbst, wie man gut ist. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sondern an der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder.
Kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie den Mund her. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, das in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen spricht. Der nachfolgende Titel ist nicht ganz ernst gemeint. Hierbei handelt es sich um meine neue Vorstellung mit dem Titel Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Dieser wurde ebenfalls vollständig von mir selbst entwickelt. Das Ziel ist nicht, Frauen gänzlich anzugreifen. Entsprechende Beschwerdeführer haben wohl auch meine letzten Sendungen verpasst. Ich bitte aber um etwas Humor. Oftmals ist eine Frau der beste Wegbegleiter, den sich ein Mann überhaupt nur wünschen kann. Gelegentlich braucht man dann aber doch auch als Mann mal wieder Freiräume, um seinen eigenen Gedanken schweifen zu lassen. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Hidden Blues von Pix. Frauen nerven, spiel Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt doch einmal eine Ratsche. Meine Eier kann ich besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, spiel Pokémon. Immer nur selbst Gezeter und das auch noch bei jedem Wetter. Das geht doch auf die Treter. Wer will das? Ich werd Hater. Keine Frau in meinem Leben. Und jetzt noch die Erdenbeben. Eine Zeitvertreib finde ich schon. Frauen nerven mich wie Pokémon. Frauen nerven mich wie Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Was will man denn davon erwarten? Sie meckern, ich will starten. Ich kenne Besseres als Geschrei. Dabei sind sie mir nicht einerlei. Doch schimpfen, meckern, schreien, das muss auch mal vorbei sein. Ich mach die Welt, wie es mir bekommt. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Alle über einen Kamm zu scheren, keine von ihnen zu begehren. Das wäre voll total daneben, doch Schattenseiten gibt es eben. Diese zu überstehen, kostet manchmal Kraft, die nicht jedermann so genügend hat. Damit sage ich, der Wandel hat begonnen. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Die nächste neue Produktion, die ich ebenfalls vollständig selbst entwickelte, ist ebenso eher als Spaßtitel zu verstehen. Auch wenn ich darauf hinweisen möchte, dass es tatsächlich möglich ist,
wenige hundert Kalorien pro Stunde auch einfach nur durch andauerndes Spaziergehen zu verlieren. Der Titel ist trotz des Spaßfaktors genauso an das Thema und meine unterhaltungswissenschaftliche Hobbyarbeit zum Thema Pokémon angelehnt, wie es auch die anderen sind. Er heißt Pokémon Sportskanone. Und zur musikalischen Unterlegung bearbeitete ich A Violin Song von Lance Field. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Jeder Schritt ist revolutionär und bleibt total legendär. Mehr Zeit als in jedem Fitnessstudio verbringt man mitten im Straßendeko. LKWs buchen nur aus Spaß. Die Feuerwehr macht mich nicht nass. Heute Abend geht noch was. Die Polizei misst doch mit Bescharf. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Ich verliere hier viele Pfunde, 30 Kilokalorien in der Stunde. Jede Woche ist ein Kilo weg. Dann ist Winter, ist auch kein Step. Im Frühling dann der nächste Heim. Die Bikini-Figur ist nicht mehr weit. Nur noch 1000 Pokémon sammeln. Dann sieht man mich im Wasser gammeln. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Jedes Jahr der gleiche Spaß. Pokémon, ich gebe Gas. Bald wird mir die Welt gehören. Ich werde jedes Turnier stören. Diese Welt gefällt mir sehr. Daher bleibe ich für immer hier. Doch eines Tages ist der Akku leer. Dann bin ich weg. Es geht nicht mehr. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Wenn wir schon beim Thema Pokémon sind, mag mancher vielleicht schon laut denken, immer wieder nur Pokémon. Ebenso heißt auch mein nächster Titel, immer wieder nur Pokémon. Dieser wurde ebenfalls vollständig von mir selbst entwickelt. Zur musikalischen Umsetzung bearbeitete ich für dieses Werk Reckless,
von Dysfunktion AL. Pokémon. Immer wieder nur Pokémon, manche neue, manche hast du schon. Sie werden gefangen und gut verwahrt. Und hoffentlich sind bald alle da. Doch mal schauen, raus mit was Neues. Bald werden die nächsten Bälle gefeuert. Niemals ist man ganz am Ziel. Immer wieder die Musik-Spiel. Pokémon, überall nur Pokémon. Pokémon, überall nur Pokémon. Pokémon, überall nur Pokémon. Pokémon, überall nur Pokémon. Immer wieder nur Pokémon, immer wieder nur Pokémon, immer wieder nur Pokémon, immer wieder nur Pokémon. 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 Sie verstecken sich im Gras, du suchst sie, bis du sie hast. Sie springen aus ihren Löchern und kommen aus Gebüschen. Sie sind einfach überall und machen vor nichts halt. Doch eines Tages hat man sie. Irgendwann bekommt man jedes Spiel. Pokémon, überall nur Pokémon. Immer wieder nur Pokémon. Pokémon. Der nächste Titel, ebenfalls vollständig aus meiner Icon-Produktion, passt, wie ich finde, trotz Spaßfaktor ganz gut in die heutige Zeit. Sein Titel ist Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Mit diesem musikalischen Titel kann sich wohl auch mancher Kritiker dieser Sendung noch am ehesten anfreunden. Jedoch bin ich nicht hier, um mir Freunde zu machen. Stattdessen sollte ich künftig eventuell lieber schon mal Form vordrucke für Beschwerdebriefe gegen mich und meine Sendung anbieten. Frag doch bitte mal beim Radio OKJ nach, warum es so etwas noch nicht gibt. Wer einen erstellt, wird gerne in die nächste Sendung eingeladen, um live vor Ort darüber zu berichten. Ich wünsche viel Spaß. Zur musikalischen Bearbeitung nutzte ich dieses Mal ein musikalisches Werk, das im Original von Steff Sachs stammt und unter dem Titel Avel veröffentlicht wurde.
Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu den Cola-Kelch. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Ich merke nicht, was um mich geschieht. Doch auf meiner Karte erreiche ich jedes Ziel. Ich brauche nur genügend Apps, dann redet mir nie schlecht. Das ist der Lauf der Zeit. Alles zieht an mir vorbei. Ich bin voll fokussiert auf mich selbst und auf das, was mich interessiert. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu den Cola-Kelch. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Ich sehe keine Freunde und bemerke keine Bäume. Alles ist nur Technologie. Doch davon habe ich sehr viel. Ihr könnt mich ja mal grüßen, mir den Tag versüßen, falls ihr mich bemerkt. Doch dann läuft wohl was verkehrt. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu mit Cola-Kelch. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Mit meinem Smartphone. Ich liebe dich, mein Smartphone. Mein kleines, smartes Smartphone. Danke. You are my lovely Smartphone. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu den Cola-Kelch. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Ich plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen, und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten.
Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester-Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester-Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester-Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. So viel Sendezeit bleibt nun leider nicht mehr übrig. Zumindest nicht, wenn sich diese Sendung noch zwei großen, längeren Projekten entgegensteuern sieht. Das ist zum einen die verlängerte, instrumentalisierte Wutrede zum Pokémon-Special, welche nun natürlich noch folgen sollte. Nachdem ich mit der einfachen, gesprochenen Wutrede bereits begann und auch schon die verlängerte Version ohne Instrumentalisierung präsentierte. Diese wird heute mit der ersten von drei Instrumentalisierungen noch zu hören sein. Dazu bearbeitete ich das musikalische Werk Lights von Donny Trost. Abschließend soll diese Sendung dann mit der ersten Instrumentalisierung des Medleys zum Pokémon-Special. Dazu stellte ich die Refrains aus vielen, vielen Liedern zu diesem aus zwei Sendungen bestehenden Special nochmal zusammen in ein Lied. Bisher waren zwar längst noch nicht alle Lieder zu hören, aber das dient damit wohl als Ankündigung und Vorgeschmack auf die nächste Sendung. Darauf folgend, also heute in 2 Wochen,
soll dann übrigens mein Special zum Thema Kükenschreddern zu hören sein. Das Kükenschreddern ist ein Thema, dem ich mich ebenfalls intensiv annahm, um ein Zeichen dagegen zu setzen, dass die Veröffentlichung zufällig auf einen Termin kurz vor Weihnachten fällt, ist vielleicht sogar ganz günstig und spielt Tierschutzverbänden womöglich in die Karten, auch wenn die Massenindustrie nicht besonders begeistert sein wird. Sie wissen aber sicher, wo sie sich beschweren können oder werden dies zumindest noch herausfinden. Zurück zum ersten Medley. Dieses wird tatsächlich das erste Medley sein, welches ich während meiner Sendetätigkeit überhaupt präsentiere. Und das in der ersten von drei verschiedenen Instrumentalisierungen. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Cowboy Klitsch, Boya vs. Goldfish von Spinnenmerkaber. Dieses soll den Abschluss der heutigen Sendung bilden. Zuvor bleibt mir wohl leider nur noch für einen einzigen neuen Titel genügend Zeit. Die übrigen werde ich dann wohl oder übel erst in der folgenden Sendung präsentieren können. Dabei fiel die Auswahl aufgrund der Vielzahl der neuen Titel doch etwas schwer. Ich hoffe aber, ich liege ganz richtig, wenn ich meine eigene, vollständige Neuproduktion mit dem Titel »Die Sehnsucht nach der Ferne« auswähle. Dieser Titel trägt in seinem Kern das Reisen an ferne Orte. Hier mögen Sprichwörter fallen wie »Ein wahrer Freund ist nicht der Mensch, den du jeden Tag siehst, sondern derjenige, der dich auch nach einer Ewigkeit noch so behandelt, als wärst du nie weg gewesen. Am besten ist aber sicher, den Titel selbst zu hören. Zur musikalischen Umsetzung wählte ich das musikalische Werk mit dem Titel New Life, welches im Original von den Fireproof Babies veröffentlicht wurde. Zu all denen, die sich beschwerten, dass hier immer nur die gleichen Titel zu hören wären, möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben, wenn die Folge ist, dass ich im Anschluss weit über 100 frische neue Projekte anbiete, möge man mir zur Entwicklung dieser doch bitte einige Zeit eine entsprechende Sommerflause zugestehen. Schwieriger ist dann wohl, diese in die folgenden Sendungen zu integrieren, aber auch dafür werde ich wohl noch eine Möglichkeit finden. Beziehungsweise habe sie schon lange im Kopf. Ich selbst würde auch lieber wieder öfter ein paar ganz alte Projekte von mir wie zu Oliver Kalkofe oder Frau Merkel spielen. Dass diese so lange nicht zu hören waren, zeigt aber wohl, wie viel hier bereits entwickelt wurde und wie wenig davon tatsächlich in eine einzige Sendung einfließen kann. Dass bei der Titelauswahl die neuesten Titel aber zumindest ein wenig Vorrang haben, mag auch verständlich sein. Für diejenigen, die das tatsächlich so sehr stört, steht gerne mein YouTube-Kanal bereit. Und dort habt ihr sogar die Möglichkeit, diese Titel durch euer Interesse wenigstens in die nächste Best-of-Sendung zu pushen. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein.
Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Dieses Dorf wird mir zu klein. Ich möchte lieber auf Reisen sein. Die Fernluft trägt mich ganz geschwind. Ich fühle mich fast wie ein Kind. Ich ziehe über Berge und auch Täler. Die Wege werden breiter und auch schmäler. Die Lust zu reisen trägt mich ganz weit fort. Ich bin gern gesehen an jedem Ort. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Bei Freunden bin ich stets zu Hause, egal in welchem Schritt ich brause. Ich habe einfach Spaß daran, das ist das Ziel, sofern man kann. Heute hier und morgen dort, ich bin gern gesehen an jedem Ort. Neue Einblicke gewinne ich genug, ich merke bald, das tut mir gut. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Er hört sich wunderbar. Da reicht die Freundesliste aus. Da war dann erstmal Licht aus. Auch Tagsüber. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkonflikt zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. The action of a policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, bitte, sag mal doch mal, wann er eine Töne lacht. Laugh. Pokémon. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent auf ihr Smartphone laufen. Ich habe immer die Schuld! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Er hört sich wunderbar. Und komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das.
Pokémon. Die Anfänge einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der Furt werden erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja, was ist da nicht? Rommelkaserne. Pokémon. Es handelt sich um einen Hai. Der revolutionäre Züge zeigt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kannst du den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Pokémon. Pokémon. Immer mehr Menschen verbindet sich. Dann wird man gegen Golden Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und ein kleiner Blindvogel, darfst du auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Pokémon. Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, was grinst du mich an, ne? Das ist ein populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Pokémon. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann Marken machen? Wer kann nicht Marken sprechen? Wer kann nicht sprechen, nicht schreiben? Wir wissen nicht, wir können nicht schreiben. Nach 30 Jahren. Kennt ihr den 13-Jähriger in 2 Minuten, wie man einen Trojaner erstellt? Das Risiko geht ja auch am Kurz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Pokémon. Die
werfen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Pokémon. Pokémon. Sie kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker zeigen können. Die Yeti. Wenn wir nur gegen Wolken Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Allen Social Media Plattformen. Ich sie, dich sie. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Pokémon. Diese Begegnung wird sportlich geführt. Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler, wahre Spieler, müssen zeigen, ja, sie will Samstag. Diese Spieler müssen, zeige mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Pokémon. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Was erlaube, Strud? Diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Pokémon. Pokémon. Manch einer vergisst dabei die Zeit oder begibt sich in unglückliche Rolle. Da sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow! Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Pokémon. Pokémon. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Internet, Akku.
Pokémon. Dass die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku ausgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Da hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, Leute subtil zu mobben und sie dann entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Pokémon. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichte. Unser Held im Himbeerfeld. Stickerbomber. Dann fahr eine halbe aus dem Zähl! Schweigen! Wunderbar! Dann fahr eine halbe aus dem Zähl! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Pokémon. Frauen nerven, da braucht ihr schon. Immer wieder nur dieses Quatsche. Man bekommt doch einander Katze. Meine Eier kann besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Pokémon. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder.
nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, Miss Weißhoff ist gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sondern der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, er wächst das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Pokémon. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon. Pokémon. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, im Rucksack dazu bin Cola-Kelt. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch, ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Pokémon. Pokémon. Bis zur Sonne und noch weiter, drehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Pokémon. Pokémon. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann.
Pokémon. Pokémon. Du bist mein Monster, Puzzle weiß und Sand. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor den Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Von irgendwo Gefahr wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Pokémon. Und hoffentlich auch einige neue Werte hinzukaufen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere. So wie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Mit dir an meiner Hand. Uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand. Ich bin so stark, wie ich nur kann. Fox 036 Facebook.com/Carsten.Todd.009/